den Bauernhof einnehmen. Mehr nicht? Meint ihr, die Nazis geben auf, wenn wir sie nur höflich genug auffordern zu gehen? Wie wär's, wenn wir bitte sagen? Könnt ihr beiden vielleicht mal aufhören? Hör du vorher mit deinem ständigen Gejammer auf. Hey, was soll das heißen, Alan? Hört auf damit, sofort! Wir sind hier, um die Krauts zu bekämpfen. Leggett, du bist der ranghöchste Private. Nimm Alan und Garnet und geh hinten rum. Wir sollen mit Superboy gehen? Freundchen, fang bloß nicht an zu diskutieren. Sowas wie dich verspeise ich für gewöhnlich zum Frühstück, Junge. Los, Bewegung! Baker, ich muss los. Schnapp dir Hartzog, DeSola und Corian. Nimm den Bauernhof ein und stoß auf der anderen Seite zu Leggett. Baker! Sie sind tot. Es waren einfach zu viele. Oh Gott. Wie soll man sich auf das Leben konzentrieren, wenn man nichts als den Tod sieht? Ich muss ständig daran denken, dass Alan und Garnet tot sind, weil sie mit Leggett losgeschickt wurden. Oh, verdammt. Wären sie doch bei mir gewesen. Wären sie doch bei mir gewesen! Vielleicht wären sie dann noch am Leben. Vielleicht hätte ich sie retten können. Vielleicht. Vielleicht sollten wir mal mit ihm reden. Und was dann? Willst du dich bei ihm dafür bedanken, dass er unsere Freunde umgebracht hat? Der kann nicht mal... Es bringt doch niemandem etwas, wenn wir es nicht tun. Doch, mir bringt es im Augenblick eine Menge. Der dürre Idiot soll mir bloß nicht in die Quere kommen. Du solltest dich mal hören, DeSola. Der Junge hat mit ihm gekämpft, er wäre beinahe draufgegangen. Ach ja? Woher willst du denn wissen, dass der sich nicht in dem Gebüsch verkrochen hat? DeSola, wenn du weiterhin so ein Mist erzählst, werde ich verdammt sauer. So sauer, wie du mich noch nie erlebt hast. Baker, wir haben keine Zeit für sowas. Konzentrier dich. Wenn du noch nicht bereit sein solltest, hole ich mir einen anderen Gruppenführer. Nun, am Ende dieser Schienen ist eine Brücke. Der Stab glaubt, dass unsere Freunde Panzer über diese Brücke schicken könnten. Also, ich möchte, dass du die Brücke zerstörst. Mach dir um Leggett keine Sorgen. Ich kümmere mich um ihn. Wir ziehen wieder los. Zurück über den Hell's Highway durch Wegel. Weitergehen. Ich weiß Bescheid über Kevin. Ich kenne keinen Kevin. Private Kevin Leggett. Ich habe ihn bei Carentan getroffen. Er war über irgendetwas kreuzunglücklich. Und er hat mir auch ziemlich schnell erzählt, was das war. Was willst du? Genau das, was ich dir vor der Sache mit Matthew erzählen wollte. Dass du wegen dieser toten Soldaten was zu verbergen hast. Alan und, wie der andere heißt, habe ich vergessen. Garnet. Ganz genau, ja. Sag du's ihnen, sonst tu ich's. Du hast die Wahl, Kumpel. Schön, dass du wieder dabei bist, Paddock. Bedrückt dich irgendwas? Außer der einen Sache natürlich. Beim Pokerspielen in England, da habe ich Scheiße erzählt, als wir uns gestritten haben. Ich wollte damals nur sagen, dass Marsh und Fryer draufgehen würden, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und die anderen haben sich furchtbar darüber aufgeregt. Ich wollte doch nur helfen. Auf eine Schwachstelle hinweisen. Ich habe den falschen Ton getroffen. Mein Gott, es ist so, als hätte ich sie selber getötet. Soll ich dir Absolution erteilen? Wollt ihr mir verzeihen?
Ich glaube nicht, dass du dir die Sache von uns verzeihen lassen musst. Du solltest mal mit Campbell reden. Er kann immer noch nicht sprechen. Aber zuhören. Ich hab noch was. Etwas, das ich schon lange mit mir rumschleppe. Es wird dir nicht gefallen. Und was? Tut mir so leid. Leggett, was ist passiert? Das ist doch bescheuert. Wir sollten zurückgehen. Und wo ist momentan zurück? Da, wo dein Rücken hinzeigt. Mac hat gesagt... Großer Gott, Lex, seid ihr beiden verheiratet? Fahrt ihr zusammen in den Sommerurlaub? Ah, jetzt geht's wieder los. Leute, ihr könnt euch hier ein paar Macho-Geschichten anhören. Jungs! Weißt du, was dein Problem ist, Leggett? Du! Ganz genau! Du bist mein Problem! Nein, du! Könnt ihr zweimal die Klappe halten? Du kannst nicht mit Menschen umgehen. Alle hassen dich. Ach, alle hassen mich, Alan? Wach auf, dich hassen sie auch! Die Jungs reden die ganze Zeit hinter deinem Rücken über dich. Sogar Garnett. Leggett, halt die Klappe. Hier sind überall Deutsche. Ist mir scheißegal. Hey, ihr Deutschen, wir sind hier. Kommt, legt uns um. Leggett. Wenn du nicht so eine Memme wärst, hättest du mir schon eine reingehauen. Gib mir einen Grund. Wie wär's denn damit, hä? Großer Gott, Leggett. Jetzt nicht. Das ist eine Sache zwischen mir und Alan. Scheiße! Leggett! Alan! Verschwindet sofort! Nein! Tut mir leid, Kevin. Baker! Leggett, erzähle niemandem, was du mir gerade gesagt hast. Warum? Weil sie dich sonst umlegen. Er hat nichts gesehen.